Wenn Handtaschen exklusiver Luxusgutproduzenten, Uhren nobler Zeitmesserhersteller oder Schuhe namhafter Sportartikelfabrikanten billig kopiert werden, ja, dann ist das überaus ärgerlich. Aber wenn so etwas mit Medikamenten gemacht wird, dann kann das sogar lebensgefährlich sein. Diese Thematik greift der Fernsehfilm Gift auf, in dem passenderweise Dr. Maria Furtwängler mitspielt, aber auch Heiner Lauterbach, Julia Koschitz, Ulrich Mattes, Martin Brambach, Francis Fulton Smith, Michael Roll und. Und die Preview des Films samt Podiumsdiskussion zu dieser Problematik fand jetzt im Arikino statt. In erster Linie natürlich haben wir die Aufgabe, die Menschen zu unterhalten. Wir sollten Sachen machen, die nicht langweilig sind. Wenn darüber hinaus noch, sagen wir mal, Sachen produziert werden, die einen gewissen historischen Wert haben oder einen gesellschaftlichen, dann ist das umso schöner. Aber wie gesagt, für mich zweitrangig. Und das ist aber in diesem Fall so. Ich habe mit dem Daniel Harrich, mit dem Produzenten, Regisseur und Autor hier, ja schon ein paar Filme gemacht, die alle ziemliche Wellen geschlagen haben, weil sie eben alle brisante Themen haben, weil er aus der Dokumentation kommt. Mich hat schon gereizt, sozusagen, ich hatte die Wahl, welche Rolle mich da ansprechen würde als Frau. Da war der Daniel Harrich so lieb. Und mich hat dann schon interessiert, diese zweischneidige Figur zu spielen und die gemeinsam mit dem Regisseur zu entwickeln, dass das... Die ist ja am Anfang eher so, dass man denkt, das könnte auch meine beste Freundin sein. Und die ist sehr charmant zu dieser Ermittlungsleiterin von Interpol. Also die ist da ja total, sagt, komm und ich helfe dir und durch mich kommst du überhaupt an den Job und so. Meine Herren, ich wüsste wirklich nicht, was das mit der Eignung von Frau Prevot zu tun hat. Nun, sollte sie die Stelle bekommen, bleibt keine Zeit für ihre Tochter. Luise lebt bei ihrem Vater. Einvernehmlich. Ich denke, dass Agentin Prevot sich durchaus darüber im Klaren ist, welche Anforderungen dieser Job mit sich bringt. Oder? Ich meine, Sie haben das ja schon viele Jahre gemacht. Unter Agent Dutrelot konnte ich alle Bereiche unserer Sondereinheit durchlaufen. Na gut. Wir melden uns. Mit Schützenhilfe von außen hätte ich heute nicht gerechnet. Vera Edwards, Sociomedica Europe, Lehrstuhl für angewandte Medizin in Bonn. Und erst so nach und nach begreifen wir, dass das ihre Art ist, da Kontrolle auszuüben. Und dass sie im Grunde das selbstverständlich findet, dass Wissenschaft und Wirtschaft zusammenarbeitet. Das kann man auch nachvollziehen, weil sie sagt, wie soll denn die Wissenschaft gerade in Deutschland überhaupt funktionieren, wenn nicht die Wirtschaft das finanziert? Andererseits kommen da natürlich dann Verbindlichkeiten raus, die für uns als Verbraucher nicht gerade sinnvoll sind. Unser Ziel ist es ganz klar, nicht Panik zu machen. Es geht nicht darum, Panik zu verursachen, es geht nur darum, gesellschaftspolitisch zum Denken anzuregen. Wir haben einen ganz großen Missstand und der bedeutet im mindesten Sinne, auch wenn alle Medikamente in Deutschland 1A 100% wirksam sind, Intransparenz. Nehmen Sie mal eine x-beliebige Packung in die Hand, schauen Sie mal, ob da irgendwo draufsteht, wo das produziert wurde, wo die Wirkstoffe, die Bindemittel herkommen. Das ist nicht zu ersehen. Fragen Sie einen Arzt, Apotheker, rufen Sie bei dem Pharmahersteller an, fragen Sie, ob die es wissen, Sie werden viel Zeit in der Warteschlange verbringen. Wir haben es schon ausprobiert. Man hat so ein Gefühl von Hilflosigkeit, wenn man so Sachen sieht und von Fassungslosigkeit und Hilflosigkeit. Und ich glaube, deshalb sind solche Filme und solche Dokumentationen über so Zustände auch so wirkungsvoll, weil dann entsteht plötzlich eine Öffentlichkeit, die sich darüber empört, dann wird darüber geschrieben und dann kann Druck auf die Wirtschaft und auch in dem Fall auf die Pharmaindustrie und auch die Zollbehörden ausgeübt werden, dass sie da vielleicht doch nochmal darüber nachdenken, wie man das Ding besser in den Griff kriegt. Das kann einem schon Angst machen. Es ist natürlich so, dass ich das jetzt nicht das erste Mal gesehen habe oder das erste Mal davon erfahren habe. Von diesen Parallelwelten, sage ich mal. Dr. Ader, Sie wissen ja, wie sehr ich Ihre Unterstützung schätze, aber dieses Arrangement eben hat mich, gelinde gesagt, überrascht. Ich weiß. Ich möchte nur verhindern, dass nach außen irgendein falscher Eindruck entsteht. Dann darf eben nichts schiefgehen. Vera, wir haben übrigens neue Studienaufträge ausgeschrieben. Wie du dir denken kannst, seid ihr ganz vorne mit dabei.
gibt auch die Geheimdienste, die haben wir jetzt noch gar nicht drin, das sind die allerschlimmsten. Ja, das ist so in der Welt. Manchmal ist es ganz schön, wenn man sich auf schöne und einfache Sachen konzentriert in der Welt. Ne? Man muss natürlich speziell jetzt, ich habe auch Kinder, muss man natürlich so ein bisschen am Ball bleiben, auch politisch. Aber sagen wir mal, ich freue mich auf die Zeit, wo ich nur noch Sportnachrichten gucke. Unser Ziel ist der politisch-gesellschaftliche Denkanstoß, das heißt Leute zum Nachdenken bringen. Wir zeigen sehr offensichtliche Missstände auf, wie beispielsweise beim Oktoberfest-Attentat von 1980, den illegalen Waffenexporten von eben Heckler & Koch, Karl Walter und Sig Sauer mutmaßlich und eben jetzt hier in dem Bereich der Panschereien und der fragwürdigen Geschäfte im Bereich der Pharmaindustrie. Es geht uns darum, Leute zum Denken anzuregen. Wollen wir gesellschaftlich, dass Missstände in unserem Land, in unserer Gesellschaft so weiter fortbestehen oder wollen wir gesellschaftlichen Wandel anstoßen? Ich hoffe auf das Zweite. Er soll auch anregen, darüber zu diskutieren. Also untereinander, auch gegeneinander. Politik und Pharmaindustrie sind auch gerne aufgefordert, sich an diesen Unterhaltungen zu beteiligen, sich zu rechtfertigen meinetwegen oder vielleicht sogar die Politik ein bisschen zu verändern, zum Beispiel dahingehend, dass man die Leute auffordert, auf den Verpackungen deutlich zu kennzeichnen, wo die Medikamente hergestellt werden. Denn das muss nicht draufstehen, es ist auch nicht ersichtlich. Es gibt da angeblich, aber wir haben ja so einen Pharmamann erzählt, jetzt in Berlin bei einer Podiumsdiskussion, gibt es da irgendwelche Codes, die das einem sagen, aber das wissen natürlich nur, das können Sie nur wissen, wenn Sie bei Bayer Leverkusen arbeiten. Da steht dann X5896 und das heißt dann, ist in Mumbai hergestellt oder was. Das weiß, kann natürlich keine Sau lesen. Insofern wäre das schön, was auf jedem Katzenfutter der Fall ist. Da steht, hergestellt in Winsen an der Luhe oder wo auch immer. Hello, sir. Here, this. You see, this is my daughter. Mm. Yeah? Sir, you know my daughter? Miss Catherine not home. Hmm? Hey, hello, hello, hello. Where, when? Where? Can you let me in? No. Sorry. Okay. No. No can do. Take it, it's for you. No. No can do. Go back. Go, please. Can please I go. Wait, please? Sun, kursi leke aa. Yahan bitha de baare se.